Hallo Freunde des Lichts. Irgendwie scheint es mit dem Wetter dieses Jahr nicht zu funktionieren. Es ist verrückt. Ich wollte eigentlich schon gestern an die Bienen. Ich sollte dringend 4 Völker nach Schwarmzellen durchsuchen. Ich war jetzt schon 4 Wochen nicht mehr in den Völkern drin. Außer im Volk Nummer 2. Da habe ich vor 2 Wochen die Königin oben im Honigraum gesehen, wo sie eigentlich nicht hingehört, aber es ist gut, dass es so ist. Da müsste jetzt die ganze Brut ausgelaufen sein, im unteren Raum, eigentlich im ursprünglichen Brutraum, müsste jetzt nach 2 Wochen die ganze restliche Brut ausgelaufen sein, solange wollte ich den Raum noch drunter lassen. Und ich will da auch einen Honigraum oben drauf setzen, weil da die Königin jetzt im oberen Raum ist, würden natürlich die Bienen jetzt den ganzen Raum oder fast den ganzen Raum mit Honig zulegen. Und das sollen sie nicht, natürlich. Deswegen muss oben drüber ein Honigraum und ein Absperrgitter. Will aber jetzt nicht aufmachen. Gestern hatten wir die ganze Zeit Regen und kalt. Heute Morgen hatten wir die ganze Zeit Regen gehabt. Jetzt haben wir gerade so 13 Grad. Bienenflug ist ein bisschen. Ich will jetzt einfach nicht aufmachen. Mal schauen, morgen und übermorgen soll es auch noch regnerisch sein. Abwarten. Die Wiegung zeigt mir, das stärkste Volk, das Volk Nummer 1, hat 11 Kilo Honig eingetragen bisher. Die anderen ein bisschen weniger abgestuft, je nachdem. Der ganz schwache Ableger, der liegt bei 2,5 Kilo aktuell. Aber immer alles ganz vorsichtig geschätzt. Also ist eher mehr drin, wie das, was ich jetzt hier festhalte. Ich mache die Schätzung, was gerade das Futter angeht, relativ vorsichtig, damit ja nirgendwo vielleicht ein Futterabriss entstehen könnte, also Hunger leiden, ein Volk Hunger leiden könnte. Der für mich zuständige BSV wird jetzt die nächsten Tage kurz vorbeischauen, in die Völker reinschauen, weil ich brauche, um die Völker zu verstellen, brauche ich eine Bestätigung, dass die Völker gesund sind. Man kann sie nicht nur einfach so wild in der Gegend rumstellen, das geht nicht, ist nicht erlaubt, deswegen machen wir es auch nicht. Und dann sehen wir mal weiter, sobald ich die Freigabe vom BSV habe. Wie gesagt, da ist auch dann noch die Kontrolle auf die Schwarmzellen noch erforderlich etc. Da geht es mit 4 Völkern. Zuerst mal wollte ich nur mit 3 Völkern. Ich dachte, nur 3 meiner Völker wären stark genug zum Wandern. Aber habe festgestellt, dass das Volk Nummer 2 genauso ein starkes Volk ist. Ich werde also mit 4 Völkern anschließend dann in den Raps wandern. Und da werde ich meine neu gebauten Beutenböcke sehr, sehr gut verwenden können. Da freue ich mich schon richtig drauf. Dann war die Arbeit für gar keinen Fall umsonst da. Aber ich will euch was anderes zeigen, wenn ich schon nicht in die Bienen rein kann. Und zwar habe ich was bekommen. Ich möchte dieses Jahr ein bisschen mit Königin arbeiten, ein bisschen Ableger, vielleicht auch ein bisschen Königin produzieren. Ich weiß es noch nicht so richtig, ob ich jetzt Königin mehr zukaufen soll oder standbegattet arbeiten soll. Ich bin mir noch sehr unsicher. Aber um vorbereitet zu sein, habe ich mir auch schon mal so ein kleines Zeichenset zugelegt. Da muss man allerdings ein bisschen was anpassen. Das kann man nicht einfach nur so verwenden. Zeige ich euch aber. So, und zwar geht es um eine kleine Lieferung, um mit Königin umzugehen. Da ist in dem Set ist auch so ein Königinnen-Abfangteil. Das ist ein Schwachsinn in meinen Augen. Das ist ein Königin-Quetscher, den kann man gleich in den Müll werfen. Das bräuchte ich eigentlich auch nicht. Auf das war ich an sich aus. Die Opalit-Zeichenplättchen. Das ist ein Zeichenrohr. Das ist üblich bekannt, kennt man ja solche Dinger. Das ist einfach nur ein Gitter hier vorne drin. Königin wird reingenommen, leicht hochgeschoben, dass sie mit dem Bruststück hier an dem Gitter ist. Und da kann man das Opalitblättchen durch auf das Gitter, also auf den Rücken drauf machen. Kurz warten, Königin wieder einlaufen lassen. Das ist auch nicht so gut gearbeitet. Der Stempel fällt von alleine raus. Also ist nicht so, dass man jetzt das reinmachen kann und es bleibt auch so, man sieht auch, fällt gerade wieder weg. Also es ist nichts Halbes, nichts Ganzes, aber wie gesagt, darauf war ich auch gar nicht aus. Weiß nicht, ob ich das behalten werde. Jetzt habe ich es mal, jetzt lasse ich es mal irgendwo im Lager liegen, aber nee, das macht mir keinen guten Eindruck. Vor allen Dingen habe ich ja auch eine bessere Möglichkeit, nämlich das hier
hier kann man direkt, ja, jetzt geht der Wind, hier kann man direkt die Königin mittels dieser Füßchen auf der Wabe sichern. Steckt es rein, dann bleibt die Königin auf der Wabe. Man kann die Wabe wegstellen, die Königin bleibt einfach dabei. Wenn man jetzt aber keine Zellen beschädigen möchte, wenn es nur darum geht, die Königin zu zeichnen, kann man das auch rausnehmen. Nur das Gitterchen hier nehmen, auf die Waben auflegen und Königin durch das Gitter durchzeichnen. Das macht mir einen besseren Eindruck wie dieses labberige Teil hier. Na komm, bleib. Das ist nicht gut gelungen. Da können die ruhig nachbessern. Die Blättchen waren aber das Ziel, und zwar sind die in allen fünf Farben, in denen man die Jahresfarben an den Königinnen zeichnet, sind aber nicht nummeriert, also nicht für Zuchtkönigin zum Beispiel jetzt. Ja. Hier ist einfach jeweils ein Röhrchen drin in jeder Farbe und ein Röhrchen mit Kleber. Aber mit diesen Röhrchen zu arbeiten, sieht ein bisschen umständlich aus, das Ganze. Ich muss die Königin fixieren, egal mit dem oder mit dem Gerät, mit diesem Labberteil. Spielt keine Rolle, gibt auch andere Geräte. Dann muss ich das Röhrchen rausnehmen, muss einen kleinen Kleberpunkt auf den Rücken der Königin geben, dann das weglegen, das nächste Röhrchen raus. Dieses Jahr haben wir grüne Farben für die Königin. Muss mir hier ein Blättchen rausholen, das anfeuchten, hier vorne auf die Spitze drauf geben. Und das ist alles ziemlich umständlich, vor allen Dingen die Röhrchen, da rollen die weg, fallen runter, gehen kaputt oder sonst irgendwas. Aus dem Grund muss hier meiner Meinung nach eine kleine Modifikation stattfinden. Und dazu muss ich erstmal wissen, was haben denn die Röhrchen für einen Durchmesser. Ich mache mal den Kleber noch mal ein bisschen besser zu. So, was haben die für einen Durchmesser? Und dann habe ich gemessen, das Kleberröhrchen hat 8,8 mm. Und die anderen haben 9 mm. Okay, 8,8 und 9 mm, da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar nehme ich hierzu einen 6 mm Bohrer, Styropor, nicht zu grob porig, zu grob kugelig, weil diese Kugeln, die schaben sich dann schon raus bei der Arbeit. Und gehe einfach nur hin und mache hier ein paar, also was heißt ein paar? 3 Löcher rein mit dem. Ich mache 4 Löcher rein. 4 Löcher ist besser wie 3 Löcher. Mit dem Bohrer. Man sieht also, das Styropor kommt und tut sich alleine ein bisschen nach oben quälen und größer ausreißen, als dass der Bohrer einen Durchmesser hat, also mehr als 6 mm. Vier ist gut. Ich brauche natürlich nicht so eine große Platte, das ist eine ganz normale Styroporplatte, eine 2 cm Styroporplatte aus dem Baumarkt. Ich habe jetzt hier so einen Rest. Man braucht natürlich nur ein Stück, man braucht nicht das ganze Teil. Dass es gut stehen bleibt, nehme ich jetzt einfach mal bis hierher. Oh, der Rest kann weg. Das reicht auch schon. Nun nehmen wir ein grünes Blättchen. Röhrchen gesichert, kann nicht mehr umfallen. Steht bombenfest. Ein Blättchen. Richtige Seite, komm, dreh dich um. Ich brauche dich von der schönen Seite. Bisschen nass machen. Ich nehme jetzt hier Spucke. Dann nehmen wir den Kleber. Der ist ein bisschen schwergängig, aber ist auch gut so. Vorbereiten. Hier rein. So,
so vorbereitet. Ach, besser ist es natürlich. Ich habe es so vorbereitet. Jetzt wird die Königin fixiert. Zop, 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 auf der Wabe. Ich nehme meinen Kleber. Tupse ein bisschen oben. Nehme mein Blättchen. Mach das drauf. Und alles steht sicher und sauber. Kann nichts wegrollen, kann nichts umfallen. Passt. Und wenn euch mein kleiner Trick gefallen hat, würde es mich freuen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Vielleicht gibt es eine Idee. Das Schöne ist auch, das ist natürlich wasserdicht, klar, Styropor. Man kann es wirklich irgendwo in der Ecke rumliegen lassen, wenn man es unbedingt möchte. Kann nicht kaputt gehen. Passt schon ganz gut. Und am besten ist es, das Ganze mit dem Gummi zusammenhalten, weil so oft hat man als Hobby-Imker, der ich im Augenblick immer noch bin, nicht mit Königinzeichnen zu tun. Dann braucht man es nicht suchen, wo das Zeug ist, sondern man hat es immer beieinander. Vielleicht hat euch das Video gefallen, würde mich natürlich sehr freuen. Dann dürft ihr gerne ein Like geben. Wenn nicht, dann gebt halt ein Dislike. Ist auch egal. Mein Gott, da geht die Welt auch nicht unter. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Bienenvideo. Vielleicht.